Dieses Fenster im Atelier war wirklich wie so eine Kinoleinwand. Das Atelier, das stand auf so einem Felsen. Die Wellen schlugen gegen das Fenster und der Wind pfiff um die Ecke. Ich hatte ein Stück Stoff mitgenommen und hatte diesen Vorhang dort ans Fenster gehangen und habe nachgezeichnet, was ich sehe, und habe das dann gestickt. Da war immer dieser Horizont, der für mich jeden Tag anders war, weil das Meer jeden Tag anders war, Ebbe, Flut. Der Wal, die Felsen, aber dann auch, was wichtig ist für die Insel. Und dieser Kabeljau, der eine Rolle spielt, die schwimmenden Eisberge, die Pflanzen. Und ein Mond, ein riesengroßer Mond, weil auf Fogo Island, da gibt es keine Lichtverschmutzung und der Himmel war immer sehr beeindruckend. Dass das wie so ein Tagebuch ist, ja, vielleicht könnte man das so nennen, also dass ich eigentlich das, was ich tagtäglich da gesehen habe, umgesetzt habe in eine Stickerei. Im chinesischen Sternzeichen gibt es ja so das Jahr des Hundes, das Jahr der Ratte. Und wenn ich an Fogo Island zurückdenke, ist das immer das Jahr des Wales.